Ich habe mal ein paar Spinnenweben gesammelt, ne? Oh, hier schläft Marienkäfer. Okay, ich bin auf der Kurbel. Ich wollte die Krähenfeder mir noch abholen, weißt du, hier liegt eine Krähenfeder rum. So. War echt nicht leicht, hab's aber geschafft. Und Kiesgrau. Ja, wollen wir uns eben angucken. OS Kiesgrau. Hat das wirklich auf Anhieb geschafft? Gut. Ich bin positiv beeindruckt. Danke. Ich nehme den jetzt auch Kiesgrau. Kiesgrau klingt cool. Nee, ist ja langweilig. Aber ja. Also ich persönlich finde ihn nicht so schön. Aber ich habe ihn auch mal ausgewählt. Ja. Also mehr wüsste ich nicht. Ich weiß jetzt halt nur nicht mehr, wie ich hier runterkomme, ne? Naja gut, du kannst, wenn du möchtest, kannst du nochmal versuchen, noch eine Ebene höher zu gehen. Du siehst auch diesen Metalldraht, der da hochführt, ne? So geschlängelt. Ja. Da kann man auch hochlaufen, weil früher war der Skip noch eine Etage höher. Ich bin gut informiert, ne? Na, jetzt bist du wirklich. Wenn du runterfällst, zieh deinen Fallschirm. Dann fall einfach und zieh den Fallschirm. Wie mach ich das denn nochmal? Das war, glaube ich, die Shift-Taste, ne? Also hochstellen. Okay. Shift, also hochstellen. Mhm. So heißt sie doch, oder? Ich bin mir bei den englischen Begriffen nicht immer so sicher. Oh Junge, ich bin gerade so nervös. Warum? Wenn du runterfällst, fällst du runter, gehst du nochmal hoch, weißt du? Gewöhnst dich an den Preisen. Dann hab ich keinen Bock mehr. Dann hab ich keinen Bock mehr. Das ist typisch, das ist Generation Gorilla, weißt du? Kein Bock mehr. Dann bin ich raus. Und so ist das auch bei seiner Arbeit, weißt du? Wenn der Chef früher angekommen ist und sagte, Herr Gorilla, können Sie bitte einmal dieses Blatt Papier zu meiner Kollegin rüberbringen? Kein Bock drauf. Weißt du? Ja. Bock mehr. Scheiße, immer muss ich das Blatt Papier darüber legen. Ja, sie sitzen zwischen uns, weil sie sich ja unbedingt an den Titten der Frau aufgeilen wollen. Das ist Gorilla. Schlimm, sag ich. Ich bin ganz oben. Jetzt ja. Den Knopf drücken. Ja, drück drauf, hey. Vielleicht brennt der Wellensittich. Vielleicht findest du ja noch einen Milchmolar oder so. Geh nicht ins Licht, geh nicht ins Licht. Geh schnell. Ich glaube, höher geht's nicht. Ich bin nahezu ganz oben. Ja, wie gesagt, wenn du nichts mehr findest, ich kann nur den Skep, habe ich im Kopf. Aber wenn du schon mal oben bist, kann man ja noch mal gucken und wenn du willst, kannst du runterspringen. Ja, ich glaube, das wird jetzt auch leider passieren. Also du brauchst nicht runterklettern, das wäre hier unten. Du kannst mir in die Arme springen, ich fange dich mit meiner... Wow. Und? Hat doch einwandfrei geklappt, oder? Mhm. Du hast an mich geglaubt, das ist lieb. Ja. Mhm. Ja, hab ich. Naja, eigentlich habe ich fest damit gerechnet, dass wir jetzt hier ein bisschen Slapstick sehen, weißt du? So dieses, er fällt ständig runter und so. Nee, nicht mit mir. So, kommen wir gehen nach Hause. Okay. Haben wir heute wieder viel geschafft. Vor allem etwas, das wir eigentlich gar nicht hier auf dem Programm hatten. Ja. Wir haben alles erzählt, was wir machen wollen und nichts davon gemacht, sondern irgendwas anderes. Eigentlich nicht nichts. Sondern wir haben ja schon mal die Workstation gebaut. Ja, ich sag ja, wir haben nichts davon gemacht, was wir machen wollten, aber... Ne? Ja doch, das Workstation-Bauen gehörte dazu. Okay. Warum haben wir die gebaut? Ist relativ einfach. Die Ameiseneier, die wir sammeln müssen, ne? Mhm. Die können einem schon mal in der Hose explodieren. Und du weißt selber, wie kacke es ist, wenn dir in der Hose ein Ei explodiert. Ja? Ja, das ist leider so. Und auch bietet dieses Spiel so viele komische Sprüche. Also, die werden ja einfach auf dem Servierteller dahin gelegt. Das liegt aber daran, dass wir selbst aus Grashalm noch irgendwas Obszönes machen. Also das ist, weil wir einfach kein Nivea haben. Ne? Okay, das wird sein. Ja. Und wo sind wir denn hier? Ich sehe wieder nichts, ehrlich. Du, das ist, in Dunkelheit kann ich mich in diesem Spiel überhaupt nicht orientieren. Das ist wie in echt, also das ist ja auch schwieriger. Ja, aber nur für dich. Ganz simpel. Mein Auto hat Licht, ich finde den Weg. Übrigens, wusstest du, dass man am Geräusch von diesen krabbelnden Viechern erkennen kann, ob es eine Larve oder eine Made ist? Nee. Haben sie tatsächlich dran gedacht? Ist krass, ne? Das ist echt krass. Und cool. So. Ich geh mal rein. Mhm. Hallo, Leute. Was geht ab? Was geht ab? Ach, guck mal. Ich kann ja schon mal anfangen zu bauen. Was möchtest du denn bauen? Ich konnte hier schon mal Sachen verarbeiten. Schön, mach das. Saft. Und zwei Kleeblätter. Denk dran, Inventar leer machen, ne? Weil?
Naja, wenn wir gleich losziehen, jedes Ei nimmt zum Beispiel einen Platz ein. Ach so. Mhm. Ach ja, okay, du machst ja mal eben... Was mache ich? Was du willst, machst du. Ich wollte nur sagen, dass ich mich ja noch um anderen Kram kümmere. Ich habe Besseres zu tun. Ja, ist in Ordnung. Sag mal, wo haben wir denn die Spinnenbox? Die Spinnenspinnen? Da ist die Spinnenbox. Weil ich habe 22 Seil organisieren können. Ja. Läuse Honigtau, wo hatten wir denn die Federn hingetan? Da, hab sie. Hat sie echt gut was merken können, ne? Ja, vor allem musst du dir ja immer merken, in unterschiedlichen, weißt du, in jedem Spiel musst du dir das ja merken, das ist ja fürchterlich. In meinem Alter ganz schlecht. Es geht gar nicht. So, ich wäre dann schlafbereit und dann würde ich aber auch wirklich sofort los, ne? Damit wir mal ein bisschen den Tag nutzen. Ja, ich verstehe dich, aber genau deswegen bin ich noch nicht ready. Legt ihr dich euch schon mal hin? Ich liege ja schon nicht. Ich mache die Hose schon auf. Hose schon auf, ja. Gut. Riecht man vielleicht. Saft und Sprössling. Jemand versucht zu schlafen, steht hier. Weißt du, wer das sein könnte? Burger. Der muss ins Bett. Jetzt zechzt uns mal die Nacht durch, ja, hast du recht. Weißt du, Hups hat nämlich eine Muschel auf dem Schenkel tätowiert. Immer wenn du dein Ohr dran hältst, kannst du das Meer riechen. Ja, du hast ja gesagt, du willst Inventar und alles schon mal durch ist. Deswegen werde ich mich da jetzt drum kümmern. So, ich habe hier noch Eichelbrocken. Die sollten natürlich auch raus. Mhm. Markant braun. Obwohl, nee, die kann ich ja ganz gut essen, ne? Die nehme ich. Die Eichelbrocken kannst du auch essen, ja, natürlich. Ja, komm, dann hab ich alles. Schlafen. I am sleepy. No joke. So. Alles klar. Können wir? Mal eben was trinken? Ja, mal eben was trinken hier. Ich habe übrigens eine Laus gegart. Ach, cool. Für dich. Danke. Du denkst an alles, mein Lieber. Das stimmt, ja. Bevor du einfach hochgerannt bist, habe ich noch eine Laus angeklatscht. Damit auch du was zu essen hast. Können wir? Ja. Außer wir brauchen jetzt hier noch was ganz Bestimmtes. Dann wird es schwierig, aber ansonsten habe ich jetzt alles. Wir brauchen nur Pilzauswuchs. Das heißt, wir gehen jetzt in das Gift-Ressort. Dementsprechend hast du ja deine ABC-Schutzmaske immer noch dabei, ne? Mhm. Und dann müssen wir da irgendwelche Viecher kloppen, holen uns die Pilzauswüchse. Ich hab gedacht, ich soll die aussortieren. Ja, da du aber wahrscheinlich jetzt keinen gefunden hast, ist das nicht so schlimm. Außerdem wüsstest du ja gar nicht wohin, weil ich habe die Pilzauswüchse ja schon längst in der Tasche. Wie, du hast die schon in der Tasche? Ja, wir haben ja schon welche gefunden. Wer will denn da was von mir? Oh. Fliegt ja auch wieder über die ganze Map, ne? Zwei Stück. Klatsch den ein. Das sind drei Stück. Zwei Stück. Einer ist tot. Zweiter ist tot. Sammel mal ein. Da spritzt es so raus. Das ist so richtig eklig. Lecker, oder? Komm gleich mal über. Da kommt der nächste. Oh, was ist denn hier los? Ja, wir sind hier wohl mitten in so eine Truppe reingeraten. So, alles klar? Ja. Dann geht's weiter. Ja, jetzt sind auch kein Problem mehr, ne? Also die waren ja mal eine Zeit lang, hatte ich so das Gefühl, schon ein Thema. Jetzt nicht unbedingt ein Problem, aber man musste schon halt richtig gegen die kämpfen. Und ja, bei vier Stück hätten wir wahrscheinlich auch einen Rückzug angetreten, ne? Ja, glaube ich auch. Und jetzt einfach mitten reingestellt, ist mir egal, mach was du willst. Wir hätten vielleicht auch noch, ich hatte auch noch dran gedacht, habe ich nicht sogar gesagt, wir müssen noch die Ameisen Rüstung mitnehmen? Habe ich kein Wort von gesagt, ne? Ich jetzt nicht dran erinnern, aber ist ja nicht schlimm. Das ist immer so schlimm, wenn in meinem Gehirn so ein Satz bereits ausgesprochen ist, aber die Lippen ihn nicht freigeben, weißt du? Deine Lippen geben selten was frei. Das ist richtig. Wenn ich da einmal was mit gegriffen habe, dann bleibt das drin. Wovon reden wir gerade? Jetzt weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ich hoffe, sowas wie Kuchen oder so. Ja, Essen natürlich. Was schiebst du denn in die Lippen?
Oder zwischen die Lippen. Frag Hups, nicht mich. Was die sich zwischen die Lippen schiebt, will ich gar nicht wissen. Oh Mann, ey. Was denn? Ja, nix. Ich weiß jetzt nicht, wovon du redest. Ich auch nicht. Also. Wir wissen wie immer von nix. Sind wir dann zufällig gleich auch in der Nähe der Hecke, sodass wir noch mal ein paar Beeren pflücken könnten? Überhaupt nicht. Die Hecke ist auf der genau anderen Seite. Also nicht in der Nähe. Doch. Ich würde behaupten, so, weiß ich nicht, 700 Zentimeter in die Richtung, wo ich gucke, ungefähr. Das ist das weit, ja, ne? Nö, 700 Zentimeter kann doch jeder, oder? Achso, nee, wir gehen hier drum rum. Dann müssen wir mal eben an diesen roten Milpen vorbei. Ich hoffe, dass wir da so weit vorbeikommen, dass wir uns nicht nerven. Ich hätte da jetzt nicht so viel Bock drauf. Von denen würden wir die Auswüchse jetzt nicht kriegen? Nee, die sind ja nicht infiziert. Aber sie werden uns nerven. Naja, ich renne hier mal durch und dann gucken wir mal auf der anderen Seite. Ja. Gasmaske schon auf? Also ich habe sie noch nicht auf, weil hier ist noch gerade eben so, du hast zwei Stück hinter dir. Ich sammle sie auf. Weil den roten Pelz können wir ja immer gebrauchen. So, da hinten ist ein Bombardierkäfer. Und eine Fliege. Ich denke, wir können mal langsam auf ABC-Schutz umstellen. Oben rechts ist auch ein Marienkäfer. Ich hoffe, dass der nicht runterballert. Dann können wir den Bombardierkäfer, weil der ja tot ist, können wir uns den ja schnappen. Achtung, Fliege. Man merkt, ich spiele Horizon Zero Dawn, oder? Hast du echt gut getroffen, ja. Das sind ein paar andere tote Tiere. Ja, also wenn du willst, loote dir einen. Dann hast du Bombardierkäfer und übrigens habe ich mir das mal angeguckt, was dieser Bombardierkäfer, ne? Das ist wirklich ein, ich sag mal, fantastisches Ding. Denn was der da hinten macht, ist keine Säure im eigentlichen Sinne. Ach, du hast dir den in echt angeguckt? Das also, auch, was ja. Was in echt macht? Ja, ja, genau. Weil, also... Hier runter? Ja, ich würde aber... ja, können wir eigentlich machen, ne? Hier, fang mich. Nö. So, denk bitte dran, diese wabernden Kugeln... nicht in explodieren. Genau. Das heißt, mit der Stufe 3 Axt gehe ich da jetzt mal ran und knall den eine. Du bleibst ein bisschen auf Entfernung, ne? Ich mach nix, ne? Genau. Siehst du, ich komme nicht mal mit meiner Stufe 3 Axt schnell genug weg. Scheiße, ist noch zu schwach. Dann heißt, wir lösen die aus. Vorsicht hinter dir, ich helfe dir. Ich komme. Ich sammle. So, ich habe 30 Pilzauswüchse aktuell dabei, weil ich ja welche aus dem Lager mitgenommen habe. Ja. Nix. Bin aber auch zur Hälfte schon wieder runter. Die du jetzt, die explodiert sind, hast du davon was gekriegt? Davon solltest du eigentlich auch was bekommen, ja. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich wollte nämlich mal eben nochmal zum Bombardierkäfer was sagen. Und zwar sind das zwei Chemikalien, die der produziert in seinem Körper. Nämlich Hydrochinon und Wasserstoffperoxid. Ist schon krass, ne? Und dann wird das mit den Enzymen Katalase und Peroxidase, wird daraus hochgiftiges 1,4-Benzochinon und das Wasserstoffperoxid wird zu Wasser und Sauerstoff. Dadurch gibt es dann eine chemische Reaktion und er haut dann mit hoher Geschwindigkeit ein etwa 100 Grad heißes Gasgemisch mit einem Knall aus dem Hinterleib. 100 Grad heiß? Ja. Ist krass, ne? Also was die Natur so kann, ne? Es ist unglaublich. Allerdings kommt mir dieses Loch hier nicht so richtig bekannt vor. Was explodiert denn eigentlich da unten? Da unten ist... Ah, hier sind so Kackmaden. Da sind übrigens gleich zwei. Oha, die kann auch explodieren, ne? Ja, die Dinger hinten.
allem, weil ich die Viecher mit der Keule so gut wie nicht kriege, ey. Das ist... Dann ist die Ausdauer immer weg, weißt du? Einer ist tot. Anderer jetzt gleich auch. So. Nehmen. Piss aus Säuredrüse, Larvenstachel. Gibt's hiervon. Okay. So, wir müssen auch nicht übertreiben. Wie ist deine HP? Ist alles gut? Hälfte. So, da unten ist wieder ein wabernder Pilz. Ich löse den mal aus. Während du erzählt hast, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, habe ich Mega-Mula gefunden und eingesammelt. Sehr gut. Da unten ist eine tote Wanze drin. Zack. Ich glaube, nur die Dinger geben Pilzauswuchs. Ach, hier liegt noch ein Pilzauswuchs hier mittendrin. Sekunde. Wo? Ach, da hinten. Da unten ist eine Feder. Da war doch was mit. Ja, ja, die sammeln wir. Hast du aufgesammelt? Ja, ich glaube, hat nur einen gegeben. Was ist das denn hier? Also, das Loch ist mir auch neu, muss ich dazu sagen. Naja. Dinge passieren. Wunder geschehen. Ich war dabei. Aber die Gasmaske, finde ich, hält schon ganz schön lange aus. Also ich glaube, nur durch den Kampf wurde die jetzt ein bisschen beschädigt. Ja, 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 voll. Ja, ja, durch den Kampf. Wie kommt man denn hier raus? Ja, toll. Das ist die Frage. Rein kommen sie alle, weißt du? Rein wollen sie alle. Hier über die Pflanze vielleicht. Macht den Eindruck. Ja. Geht. So. Geradeaus von dir ist jetzt ein Marienkäfer, damit du Bescheid weißt. Irgendwo ist ja, ich bin gerade am Überlegen. 36 Pilzauswüchse dürften erstmal reichen, oder? Ja, okay, gut. Ich guck nochmal eben nach. Herstellung, Bratwumst. Wie viel brauchen wir denn? Pilzauswüchse? 2. Ja, komm, das reicht. Du bist die ganze Zeit abgeschossen. Von einer Made? Nein, von so einer Wanze. Oder was das ist. Ah, ja, ja. So eine Milbe. Milbe, so. Ach komm, komm, lass die Scheiße. Ja, scheiß drauf, genau. Besser ist. Weißt du, sonst kommst du wegen der Drecksviecher wieder um. Achtung, Fliege, 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 Fliege. Oh. Hinter dir. Ich hab den jetzt einfach eingesammelt. Alles gut. Ich hab einfach eingesammelt. Komm, dann lass uns gehen. Ich hab mit dem Marienkäfer keinen Stress. Sehr gut. Da ist eine Feder. Kann Maske wechseln. Mhm. Wieder eine Feder, mal wir haben ja Glück. Wofür brauchen wir die nochmal, hast du gesagt? Oha, ist die viel runtergefallen. Hier ist viel richtig viel runtergefallen. Dann war es eine große Feder. Die brauchen wir unter anderem. Kaktenviecher. Hast du alles gesammelt? Nee, eine brauche ich noch, eine liegt hier unten noch. Bei einem Bombardierkäfer. Egal, ich muss jetzt hin. Das kann Bombardier- ich nicht Käfer. Gesehen. Das ist ein Giftkäfer. Achso. Giftkäfer, noch schlimmer. Nö, nee, gar nicht. Du setzt deine Maske auf, bring um. Okay, jetzt die Maske. Oh, er kommt auch, er kommt auch. Ich hab die Maske wieder auf. Bam, bam, bam. Kleine schmale Baumwanze. Bam, bam. Bam. Oha. Du? Upsala. Kann das sein, dass du gerade von der Keule einen auf den Kopf gekriegt hast? Ich hatte da so das Gefühl, ich habe auf irgendwas geschlagen. Was nicht so richtig ist. Ja, so als wenn ich so einen weichen, labbrigen Kopf getroffen hätte. Ich muss erst diese Störenfriede hier platt machen. Ja, komm, Hus, jetzt beweg dich doch mal, du fette Kuh. Ach, du lässt ja auch immer noch Zeit. Komm, wir gehen. Ich. Wie geht's dir denn? Oh, gesundheitstechnisch muss ich, glaube ich, ein bisschen was machen. Ich habe mich ja jetzt durch unseren Livestream, den hoffentlich niemand verpasst hat,
daran gewöhnt, diese Heilbomben, die sind einfach genial. Ja, aber die sind natürlich schwer herzustellen für uns, ne? Mhm.